Tee wie Tilidin. Tilidin ist ein Medikament und das kann helfen, wenn man starke bis sehr starke Schmerzen hat. Zum Beispiel nach einer Operation, wenn die Wunde danach schmerzt, dann hilft Tilidin, dass sie eben nicht mehr wehtut oder nicht mehr so stark wehtut. Das Medikament wird aber auch verschrieben, wenn man sehr lange Schmerzen hat, also wenn die nach langer Zeit nicht weggehen, oder etwa wenn man wegen Krebs starke Schmerzen hat. Tilidin gehört zur Schmerzmittelgruppe der sogenannten Opioide. Dazu gehört zum Beispiel auch Morphin, davon habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das wirkt noch stärker als Tilidin. Was macht Tilidin im Körper? Dazu müssen wir erstmal klären, was Schmerzen sind. Also, wir haben sozusagen Sensoren auf und in unserem Körper. Das sind bestimmte Zellen mit Sonderaufgaben. Und mit denen können wir unsere Umwelt spüren. Zum Beispiel, wie kalt oder warm sie ist. Und eben, ob etwas wehtut. Im Gehirn kommt dann die Nachricht an, hier stimmt was nicht. Und wir spüren zum Beispiel einen Schmerz. Wenn man jetzt Tilidin nimmt, dann wird diese Nachricht, also dieses hier stimmt etwas nicht, nicht mehr so gut im Gehirn wahrgenommen. Und die Schmerzen, die werden als weniger stark gespürt. Damit das richtig gut klappt, muss das Medikament aber erstmal in der Leber umgewandelt werden. Weil nur so kann es im Gehirn und auch in anderen Stellen im Körper andocken und seine Wirkung entfalten, also den Schmerz dämpfen. Übrigens sorgt Tilidin auch dafür, dass die Stimmung sich verbessert, also dass man bessere Laune kriegt. Tilidin gibt es als Tropfen oder als Kapsel. Je nachdem, wie man es nimmt, setzt die Wirkung ein. Bei Tropfen zum Beispiel schneller. Die Wirkung hält dann normalerweise so zwischen 4 und 6 Stunden an. Welche Nebenwirkungen hat das Schmerzmittel? Die können ganz verschieden sein. Es gibt aber typische. Zum Beispiel kriegt man oft Verstopfungen, manchmal auch Durchfall oder einem ist übel oder schwindelig. Häufig tut einem auch der Kopf weh. Das Mittel kann aber auch schläfrig machen oder benommen. Und außerdem schwitzen manche Menschen stärker. Und das Medikament kann auch das Denken beeinflussen, also dass man den Dingen um einen herum dann nicht mehr so richtig folgen kann und irgendwie langsamer ist. Deswegen sollte man auch erst Auto fahren, wenn einem der Arzt oder die Ärztin das erlaubt. Und Achtung, Tilidin kann abhängig machen, wenn man es falsch nimmt. Deshalb kann man es auch nicht einfach so kaufen, sondern man braucht immer ein Rezept vom Arzt oder der Ärztin dafür. Wenn man Tilidin und bestimmte andere Medikamente nimmt, dann kann es sein, dass die sich gegenseitig beeinflussen, also anders wirken. Wenn ihr also andere Medikamente nehmt, dann sagt das bitte unbedingt eurem Arzt oder eurer Ärztin. Das war's mit dieser Folge von Gesundheit hören, das Lexikon. Ich bin Kari Kungel aus dem Team von Gesundheit hören. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann sagt es gerne weiter. Übrigens, Tilidin kommt in einigen Rap-Liedern vor. Allerdings wird es da ziemlich verharmlost. 1970 ist das Mittel in Deutschland auf den Markt gekommen und schon da haben es einige als Droge missbraucht. Und kurz darauf wurde es dann von Fachleuten auch als Droge bzw. Betäubungsmittel eingestuft.